zur dritten Folge von Let's Room Tour bei The Fips TV. Nicht wundern, das Licht ist gerade ein bisschen blöd, ich muss hier so ein bisschen tricksen. Da ist es schon wieder Abend. Und ich habe das Video jetzt nicht da rangehangen an die zweite Folge, wie ich es erst meinte. Weil, naja, ich will ein paar mehr Videos machen, deswegen trickse ich so ein bisschen. Ja, wie ich es ja schon erzählt habe, es hat sich jetzt viel geändert. Und Schrank, ich zeig's euch einfach mal und red dann. Okay. Also, Schreibtisch ist immer noch so. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Ist immer noch hier der ganze Kram und pipapo. Die Decke ist jetzt gerade, weil ich jetzt keinen Bock habe, die Heizung aufzudrehen. Da wärme ich mich eher so. Ist auch eigentlich einigermaßen warm. Muss ich da morgen wieder runterbringen, das ist schon wieder voll. Liegt hier wieder ein bisschen Krempel. Mein Auto, nein! Tüten, die ich jetzt hier noch beim Aufräumen gefunden hatte. Hier ist mein ganzes Bettzeug, weil ich hier das Bett hier alles leer gepflegt, leer gemacht habe. So, und jetzt kommen wir mal zum Höhepunkt. Die Schränke. Oh. Die Schränke sind weg. Oh mein Gott! Ja, die Kisten habe ich jetzt von da nach da geschoben, damit hier alles raus konnte. Und, oh, das Licht ist gerade ein bisschen kacke, tut mir auch leid. Ich kann ja mal gucken, wie es ist ohne Licht. Ah, es geht eigentlich. Glaube ich. Mal gucken. Ja, und der nächste Schritt habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe mir jetzt auch eine Skizze gemacht. Also ich werde die Dinger, werde ich dann hier noch morgen, beziehungsweise übermorgen wegmachen. Also heute ist Sonntag, Montag. Also theoretisch Folge 2 soll am Sonntag rauskommen und Folge 3 auf, beziehungsweise Montag. Mal gucken. Und also kommt dann hier dieser große Kleiderschrank wieder hin. Also, naja. Und dann habe ich jetzt mir schon gedacht, also ungefähr da oben, wo die Tür endet, kommt so ein grüner Streifen hin. Der geht dann auch da weiter. Und geht dann so runter und bildet dann hier mit dem Abschluss mit diesem schwarzen Schrank, den ich mir dann gedacht habe. Und was ich mir jetzt auch überlegt habe, ist, dass ich hier wo das Poster ist, ich mache hier nochmal Licht an, vielleicht sieht man dann ein bisschen besser. Dass da wo, also die Pinnwand von dort hinten habe ich jetzt hier erstmal hingemacht. Also ungefähr die Wand hier werde ich dann machen mit dem Filtrati-Zeichen, beziehungsweise ja, dieses Zeichen halt. Wenn ihr unsere Kanäle verfolgt, müsst ihr wissen, was für ein Zeichen. Moment, das Zeichen hier, was hinter der Wasserpulle ist, das ist schon, sieht man gar nicht. Egal. Gut. Das war Folge 3. Mehr ist jetzt erstmal nicht. Nochmal Dienstag. Dienstag kommt das Bett weg. Also Dienstag kommt dann das Bett weg und dann kommt ein neues, aber es wird noch nicht aufgebaut. Da mache ich auch mal ein Video. Und dann im Laufe der, na okay, diese Woche glaube ich nicht. Dann kommt glaube ich erst wieder nächste Woche, also darauf die Woche halt, weil wir dann erst einen Teppich holen. Und naja, also sagen wir mal. Ich komme langsam voran und das Zimmer nimmt langsam Gestalt an. Also jetzt verschwindet erstmal alles und dann kommt alles neues Zeug rein. Ich gucke gerade nicht richtig in die Kamera. Okay. Mir verfehlen die Worte. Ich habe keine Idee, was ich jetzt noch sage. Also mache ich Tschüss mit Ö und Tschüss mit Ö. Macht keinen Sinn. Ach, ich bin so nah. Ach, vergiss es. Bis dann und Tschüss.